Schnuckis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Diamond Painting Tagebuchteil. Wow, was war denn letzten Sonntag los? Schnick, schnack, schnick, schnack. Ja, letzten Sonntag, da habe ich das Fledermausbild gelauncht von Nicole Jandl. Und was soll ich sagen? Pup, so schnell wie es da war, war es wieder raus. Das war so unglaublich krass. Und ich wollte nur ganz kurz nochmal erwähnen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe das Bild nochmal nachbestellt. Also, dass das so abgeht, ich habe schon damit gerechnet, dass ihr das feiert, aber nicht, dass ihr das so krass feiert. Und ich habe so viele Nachrichten gekriegt, ich will dieses Bild, Tini, du musst es nachbestellen. Und deswegen habe ich es jetzt nochmal direkt in Auftrag gegeben und es wird nochmal produziert und ungefähr im Sommer nochmal verfügbar sein. Ja, wirklich krasse Geschichte, ey. Ich war total, ja, was war ich denn? Total, nee, geschockt war ich nicht, ich habe mich ja gefreut. Ja, also ich war überwältigt, wirklich total überwältigt. Das ist wirklich krass, wie er abgeht. Also vielen Dank dafür, dass ihr das alles so zahlreich bestellt habt. Kurz zur zeitlichen Einordnung, heute ist Ostermontag und ich bin so gespannt auf die neue Woche. Ich hoffe, dass wieder noch ein paar Knaller ankommen, dass schon ein bisschen was von der neuen Ware unterwegs ist. Das wird mich tierisch freuen, dass ich euch wieder mit neuen Sachen versorgen kann. Das wäre echt geil. Ja, schauen wir mal. Also wie ich es immer so schön sage, gucken wir mal, was die nächste Woche so bringt. So, hier geht's auf jeden Fall jetzt weiter. Vielleicht habt ihr auch schon in der letzten Woche meine ganzen Videos gesehen, dass ich jetzt öfters mal mit einem Zehneraufsatz arbeite. Ja, ich bin hier volle Kanne auf den Zehneraufsatz gekommen. Es macht so viel Spaß. Ich habe das so gemerkt, Mensch, hier sind ja so viele gleiche Symbole nebeneinander. Da kann man ja tierisch gut mit einem größeren Aufsatz arbeiten. Und meine Tochter hat mich da drauf gebracht. Wir haben letztens zusammengesessen und gepaintet und ich habe den Fuchs weitergemacht und sie sagt, Mama, was hast du da für einen Aufsatz? Ich so, ja, ein Dreier, okay, ja, und wie geht der? Habe ich das erklärt und dann sagt sie so, ja, gibt's das auch größer? Ich so, du sag ich, das gibt doch viel größer. Ich sag, wir können ja mal einen Zehner ausprobieren. Und dann haben beide Mädels, also es war glaube ich hier irgendwo an dieser Stelle, mit dem Zehneraufsatz gearbeitet und haben das mal ausprobiert und die waren richtig gewissenhaft, die haben das richtig gut hinbekommen. Ja, ich habe vielleicht nochmal hier und da ein bisschen korrigiert, aber sie waren wirklich schon richtig, richtig gut. Und da bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen. Und dann habe ich jetzt komplett weitergepaintet. Also diese Stelle ist auch komplett mit dem Zehner gepaintet. Ja, läuft. Also fetzt. Und damit mache ich jetzt auch weiter. Vielleicht mache ich auch nochmal das ein oder andere Video für TikTok und Instagram mit dazu, wo ich das nochmal zeige. Ansonsten kann ich euch gerne nochmal erklären, wie genau ich den Zehneraufsatz benutze. Ich habe mir jetzt hier schon mal ein größeres Feld abgeschnitten. Werde das aber noch nicht komplett abziehen, sondern jetzt einfach bloß ein bisschen zur Seite klappen. Und ich will jetzt hauptsächlich, hoppala, erstmal an die grüne Fläche ran. Gut, mache ich gleich, wenn ich die Hände frei habe. Und will das einmal hier so zeigen, weil bei der grünen Fläche habe ich schön viel Platz und kann da richtig gut mit dem Aufsatz arbeiten. Und ja, dann zeige ich das mal ganz kurz. Es ist echt nicht schwer. So, da haben wir das schmucke Teil geladen. Ist es natürlich schon, das heißt, Wachs ist drin. Jetzt brauchen wir einmal die 15 und da haben wir gut ein paar Steine drin im Döschen, weil wenn man mit so einem Zehneraufsatz arbeitet, dann braucht man auch genügend Steine. Ach komm, wir nehmen gleich alle. Genügend Steine im Schiffchen, damit man immer schöne, lange, perfekte Reihen hat. Wichtig ist einmal schön schütteln und dann das Ganze einmal runterklopfen und dann seht ihr schon, tada, hier legen sich die Steine ganz wundervoll in eine Reihe. Das ist immer so ein geiles Gefühl, wenn das so schön aussieht. Oh, wer ist denn er hier? Hm? Da hat sich einer verirrt. So, also halte ich euch jetzt einfach so fest. Ich glaube, ne? Ich setze immer so ein bisschen am Hacken an. Also stellt euch mal vor, das wäre ein Fuß. Und dann setzt man so am Hacken an und dann rollt man quasi den Fuß so ab. Okay, das hat jetzt wieder mal nicht funktioniert. Gut, ich mache die nochmal einmal wieder alle ab. Wir brauchen ja wirklich perfekt 10 Steine. Also, jetzt konzentriere ich mich mal bloß auf meinen Stift und nicht auf die Kamera. So, dann mache ich immer noch ein bisschen so, dass die alle dran halten. Der letzte will nicht. So, jetzt haben wir sie alle drauf. Tada! Okay, und genauso setze ich das auch wieder ab. Also,
halte ich euch da mal so hin. Ich hoffe, dass ihr das gut sehen könnt. Ja. Es wundert euch nicht über meine Stimme. Ich habe irgendwie so einen leichten, kratzigen, rauen Hals. Es ist ja übelst viel Scharlach gerade unterwegs. Auch wir sind nicht verschont davon geblieben, aber es ist jetzt schon ein bisschen her. Aber irgendwie weiß ich nicht, als ob da noch was kommt. So, und ich setze wieder am Hacken auf und roll einmal ab. Und dann bei dem Vorgang schiebe ich schon so ein bisschen die Steine zurecht, dass sie dann möglichst schon genau an der unteren Reihe dran liegen und übereinstimmen, dass man jetzt gar nicht so viel umher korrigieren muss. Mache ich jetzt aber trotzdem, weil es ist irgendwie nicht perfekt. So, genau, ich mache gleich noch einen. Und zack. So, und wenn ich jetzt hier vier habe, dann kann ich natürlich auch ganz einfach nur vier Stück aufnehmen. Ist überhaupt kein Problem. So. Und da ist die Lücke. Zack. Fertig. Geil. Macht tierisch viel Spaß. Tada! So sieht das Ganze fertig aus. Hier und da habe ich auch ein bisschen korrigiert. Das gehört aber auch dazu. Aber ansonsten ist das wirklich genial. Macht mega viel Spaß. Und man ist auch sehr flink. Ne? Also klar, wir wollen ja uns nicht beeilen und das Bild schnellstmöglich fertig bekommen. Aber es macht manchmal auch Spaß, wenn man so eine gleichen Stellen hat oder nur gleiche Farbe hat, da einfach ein bisschen schneller voranzukommen. Ich glaube, da gebt ihr mir recht. So, den Rest arbeite ich ganz normal im Zeitraffer weiter. Das kriegt ihr dann wieder aus der Vogelperspektive. Und dann geht's morgen am Dienstag ab in die neue, in offiziell neue Woche. Und ich hoffe auf ganz viel Ware. Oh, es wäre so schön. Gut, dann erstmal viel Spaß beim Zeitraffer. Und im Hintergrund hört ihr mal wieder den Geschirrspüler. Schnuckis, ich muss euch was gestehen. Alles ist aus. Vorbei. Schluss. Ich kann mein Lachen nicht verkneifen. Heute ist auch nicht der 1. April. Aber wenn man hier so reinguckt in die Halle, dann denkt man, Scheiße, was ist denn bei Tini los? Hier ist ja alles weg. Alles weg, einfach weg. Wo sind die Sachen hin? Also habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, weil ich war heute nicht in der Halle. Ich habe nämlich heute Homeoffice gehabt und die Mädels haben einfach schon mal angefangen. So, ich verrate euch gleich, womit angefangen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Also ich bin total baff. Also passt auf, ich habe euch doch erzählt, dass ich hier Hochregale bestellt habe. Und die werden nächste Woche geliefert. Und die Mädels hatten heute schon so viel Zeit, haben gesagt, hey, pass auf, wir fangen schon an rumzumühlen und wir machen schon ein bisschen wendefrei und so weiter. Und dann haben die einfach hier alles zur Seite gerückt und ich frage mich, wohin? Weil die Seite sieht aus wie immer. Ne? Übrigens, ach, hier ist mein neues Spielzeug angekommen. Meine Ameise. Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Was ein Riesengeschleuder. Ich habe mir das gar nicht so groß vorgestellt. Aber wenn wir Hochregale haben und quasi da oben ankommen müssen, dann brauchen wir natürlich auch so eine schöne Ameise. Ne? Soll schon sein. So, und natürlich haben wir auch eine Leiter und sowas alles. Alles am Start. So, auf jeden Fall haben sie dann da ganz viel rübergerückt und enger gerückt. Dann ist einiges auch noch in meinem Büro gelandet. Aber ich finde trotzdem, dass mein Büro nicht unbedingt voller aussieht als sonst. Also, weiß ich nicht. Geht eigentlich völlig klar. Gott, ist das hier wieder. Das ist ja, also ist ordentlicher wird's hier nicht. So, also wirklich krass. Und Packstation sieht aus wie immer, Küche sieht aus wie immer. Also die Mädels haben hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich bin wahnsinnig stolz und froh und find's einfach nur total toll, dass sie mir das schon einmal alles abgenommen haben. Aber es ist auf jeden Fall erstmal erschreckend. Und ich muss sagen, wo kommt immer der ganze Platz her? Ich habe ja wirklich viel, sehr viel Ware bestellt. Und die kriege ich jetzt auf jeden Fall hier unter. Geil, richtig geil. So, und übrigens ist es auch schon wieder, ihr werdet euch wundern, aber es ist schon wieder Donnerstag. Also die Woche ist vergangen wie im Flug. Ich hatte jetzt die letzten beiden Tage nicht viel aus der Halle zu berichten. Wir hatten unheimlich viel zu tun mit Einpacken. Das Fledermausbild war ja gleich ruckzuck ausverkauft.
und musste raus. Und da hatte ich nicht so richtig Zeit, die Kamera in die Hand zu nehmen. Schulz, aufgestoßen. Und ja, deswegen melde ich mich erst heute aus der Halle. Ja, mehr ist aber auch nicht passiert heute. Ich werde mich bestimmt gleich wieder vom Schreibtisch aus melden, weil ich heute noch ein bisschen was vorhabe und ich will die Woche noch den Fuchs fertig machen und es sieht ganz gut aus, dass ich das schaffen werde. Ja, also wirklich krass. Krass, krass, krass. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns vom Schreibtisch aus. Jo, und was geht denn bei dem Fuchs? Da geht's jetzt langsam in den Endspurt. Werde ich in diesem Tagebuchteil noch fertig? Wir werden es erleben. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier weiter direkt. Und vielleicht mache ich gleich wieder so ein ganz breites Stück. Mal gucken. Was ist sonst noch so? Nö, mehr habe ich nicht zu sagen. Den Rest habe ich schon in der Halle erzählt. Ja. Es gibt jetzt nichts zu erzählen. Ich painte jetzt ganz entspannt und ich habe bestimmt morgen wieder mehr zu erzählen. Man muss auch mal die Klappe halten können. So, nee, ich entspanne mich jetzt beim Painten und gut ist und fertig aus Ende und viel Spaß beim Zeitraffer. Schnuckis, fertig. Zuckersüß. Der kleine Fuchs. Mega niedlich. Hat mega viel Spaß gemacht. Wie lange habe ich eigentlich gebraucht? Wartet mal, ich rechne mal kurz nach. 12 Stunden. 12 Stunden habe ich gebraucht. Ja, klar, mit mehrfacher Aufsätze, mit so einem 10er-Aufsatz geht das auch razzifazi. Und ja, süß. Ja, das war es auch schon mit dem Tagebuchteil. Ich bin auch diese Woche wieder nicht zufrieden. Irgendwie ist nicht so viel passiert. Das ist immer so eine kleine Achterbahnfahrt, ne? Meine ganzen Tagebuchteile. Letzte Woche so lang und so viel pickepacke voll mit Informationen. Und diesmal so, egal. Vielleicht wird es nächste Woche wieder aufregender. Also Schnuckis, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Kommentiert auch ganz gerne. Vor allem, wie ihr den Fuchs findet. Und stalkt mich gerne auf meinen ganzen anderen Kanälen. Ihr findet mich auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok. Ich heiße eigentlich überall gleich. Entweder tinischnickschnack.de oder nur tinischnickschnack. Ich denke, ihr werdet das finden. Ja, und ansonsten wünsche ich euch immer ganz viel Spaß mit euren Bildern und sag tschüss.